Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel bei richtig guten Wetterbedingungen. Ihre beiden Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Uns erwartet heute eine wirklich interessante Partie. FC Barcelona gegen Arsenal. Also ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Das ist ein Duell, das es in sich hat. Diese Partie verspricht viel. Wird ein tolles Spiel. Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Lewandowski. Ja, wartet einen Moment. Da macht er zu starke Aktion. Frenkie de Jong. Am Ball Joao Felix. Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Und klar, eine wichtige Aufgabe kommt heute Robert Lewandowski zu. Bockstark im Abschluss. Sie müssen eng an ihm dranbleiben, sonst macht er hier sein Tor. Da bin ich mir ganz sicher. Schön den Ball abgeschirmt. Der Ballverlust. Ja, wird hier gut unterstützt. Rafinha. Ah, Pfosten, Szene geht weiter. Kein Tor, es bleibt erstmal beim Unentschieden, weil das Alu was dagegen hat. Mein Gott, ist da Pech dabei. Viel Auge hier. Ecke für Arsenal. Saka bringt die Ecke rein. Sie haben geklärt. De Jong. Ballbesitz Lewandowski. Rafinha. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Jetzt das Zuspiel für Lewandowski. Die Flanke hat er. Leandro Trossard. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Jetzt geht's richtig los. Wir haben den ersten Treffer. Barcelona muss also den Rückstand hinnehmen. Spiel läuft im Moment nicht aus ihrer Sicht. Ødegaard. Da ist Havertz. Ødegaard. Wahnsinn. Direkt der nächste Treffer. Zwei Tore innerhalb weniger Minuten. Und schauen Sie sich diesen Jubel an. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Joao Felix. Da kann er sich den Ball holen. 60 Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Havertz. So, wir gehen in die Pause, da ist der Pfiff. Jetzt können wir alle erstmal durchatmen. Bei Lewandowski geht heute nicht viel zusammen. Wenn Sie hier noch was reißen wollen, dann muss mehr von ihm kommen. Deutlich liegt Arsenal hier bislang vorne. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Declan Rice. Da hat er die Chance. Saka! Und damit sind sie nun mit drei Toren vorne, machen heute wirklich einen exzellenten Eindruck.
Arsenal führt mit Dreien, hat hier endgültig jetzt alles im Griff. Das Tor gibt ihnen Ruhe und gibt ihnen Sicherheit. Rapinha. Robert Lewandowski. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Kai Havertz. Da kommt der Konter. Das gibt's doch nicht, gehalten! Wechsel bei Arsenal. Ecke kommt ins Zentrum. Wichtig, den Ball hat er sicher. Rapinha. Christensen. Schönes Pressing jetzt. Ter Stegen. Lewandowski jetzt. Ballbesitz Lewandowski. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Oh, die Riesenchance. Den kann er blocken, sah gefährlich aus. Arsenal mit dem Wechsel. Der Ball kommt rein. Fällt das Tor doch noch? Sie können sich absolut auf ihn verlassen. Also das war jetzt eher harmlos, aber die Szene vorher, die war enorm gefährlich. Ja, da muss er schon sein ganzes Können aufbieten, um den zu halten. Das ist eine super Parade. Guter Steilpass hier, macht er gut. Aber dann machen sie am Ende doch nichts draus. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Ah, oh, da wäre jetzt Platz. Drin, da ist das Tor. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Ja, ich glaube, sie wollen jetzt auch gar nicht mehr angreifen. Sie sind zufrieden mit dem Ballbesitz und zufrieden mit dem Resultat. Der Ball kommt gut in den Rückraum. Jetzt ist der Platz da. Noch ein Tor. Sie erhöhen weiter und diesen Vorsprung, den werden Sie sich nicht mehr nehmen lassen. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Vorteil für Barca. Verteidigt da den Ballbesitz. Er bekommt hier Unterstützung. Rafinha. So, Schlusspfiff. Der Sieger dieser heutigen Partie heißt also Arsenal. Tolle Leistung heute. Das Ergebnis spricht Bände. Waren kaum Schwächen auszumachen. Ein absolut überzeugender Auftritt. Bukayo Saka hat heute eine gute Leistung gezeigt in dieser Partie. Wie lautet deine Einschätzung, Buschi? Gute Leistung von ihm heute und am Ende ist ja auch ein Sieg dabei rausgesprungen. Ich glaube, der hat allen Grund zur Freude.